Geh weiter! Morgen, Jungs. Und Mädels. Wir haben eine Map zugesandt bekommen von DaGamer36, die in Zusammenarbeit mit Alex B. entstand. Da hat der eine den einen Weg gemacht zu Gate A und der andere den Weg zu Gate B. Passend dazu der Titel Double Penetration. Ja, das ist schon mal sehr einschlägig. Und wie beim letzten Mal sollen wir, wenn wir Gate A gefunden haben, nicht zurückgehen, weil der Weg sich über das komplette Spielfeld erstrecken würde. Und ja, ich denke, wir können starten und während der Ladezeit werden wir wieder auf Zuschauerfragen eingehen. Und zwar möchte Alex B. wissen, wie wurdet ihr auf Containment Breach aufmerksam? Kanntet ihr SCP schon, bevor ihr das Spiel kanntet? Oder war es andersrum? Und wieso sind wir so geil? Okay, wie wurden wir auf CB aufmerksam? Das können wir eigentlich direkt mit der nächsten Frage koppeln. Und zwar möchte The Rambo Skill wissen, wo kommt ihr her, wie alt seid ihr, wie seid ihr drauf gekommen, bei YouTube anzufangen und wie sind wir zu dem Spiel gekommen? Ja, ich bin 22. 20. Jünger als ich. Und wir kommen aus dem wunderschönen Bayern, aus der Umgebung von Würzburg. Und ja, wie ging es los mit YouTube? Es ging los mit Slender, das hast du mal zu einer LAN-Party mitgebracht, das Spiel. Und dann habe ich mir von GameTube Gameplays dazu angesehen. Und die haben dann später eben auch SCP-087B gespielt. Darüber sind wir dann auf das andere. Dieser Treppensimulator, einige kennen es bestimmt. Ja, das haben wir. Haben wir es nicht schon mal gespielt? Können wir machen, ne? Nee, haben wir noch nicht auf YouTube hochgeladen, auf jeden Fall. Ja, du kannst schon mal anfangen, ich rede einfach weiter. Ja. Oh. Intro. Mit ja. Intro. Ja, und irgendwann ging es halt dann damit los, dass wir aus Spaß einfach so für uns ein Slender-Gameplay aufnehmen wollten, auch mit Facecam. Und es war so lustig eigentlich, ne? Ja. Und dann haben wir uns gedacht, naja, laden wir es halt mal auf YouTube hoch und schauen, wie es ankommt. Und scheinbar kommt es ja gut an. So, habe ich was vergessen? Ah ja, kannte ihr SCP schon, bevor ihr das Spiel kanntet, oder war es andersrum? Also natürlich, wir sind übers Spiel auf. Erst das Spiel kennengelernt. Wie die meisten, denke ich. Ja. Und so sehr befassen wir uns eigentlich mit dem Hintergrund gar nicht, ne? Nee, eigentlich nicht. Dafür haben wir euch. Ja. Wir informieren uns immer so gut. Da kennen sich ja einige Zuschauer ziemlich gut aus. Okay, und die nächsten Fragen gibt es dann im nächsten Video. So, jetzt müssen wir die Intro-Sequenz mal. Du sollst nichts Dummes probieren, hat er gesagt. Echt scheiße. Ja. Ich wollte es nur nochmal für dich übersetzen. Stimmt, ich kann ja kein Englisch. Ja. Genau deswegen. Das ist beruhigende Musik, das ist. Noch. Bald ist es nicht mehr so beruhigend. Das sagt er immer so schön. Probably be fine. Du musst reingehen, sonst verbuggt es wieder hier. Wir können wirklich vorne anfangen. Sollst ihn approachen. There seems to be a problem with the door control system. The door isn't responding to any of our attempts to close it. So please maintain direct eye contact with SCP-173. Schaust du es auch direkt an? Ja. Ich muss gleich pinseln. What the fuck? Du bist ja plötzlich drin, oder? Ja, bist du gehortet, Junge? Vielleicht ist es ja so bei diesen Custom Maps. Weil dieser Anfangsraum eigentlich gar nicht mehr drin ist. Deswegen bist du nach dem Event wahrscheinlich automatisch in diesem Raum. Rums, rums, rums. Ja. Da gibt es die Keycard. Hast du die erste schon? Ja. Gut. Möchtest du die Tür hinter dir nicht zumachen? Ist ja wieder drin. Nehmen gleich den Navigator. Das ist verpasst, jetzt hast du die Tür zugemacht.
Und gleich ist er draußen. Hier sind aber auch so viele Möglichkeiten zu interagieren. Kann man geradeaus weitergehen? Ja, würde ich machen, wenn es da schon die Keycard gibt. Nochmal? Ja! Was dat? Was war da denn los? Das war jetzt ein Double Penetration, glaube ich, weil der war hinter dir, weil er ausgebrochen ist, und vor dir war wieder der Raum. Der hätte auch potenziell ausbrechen können. Das hat mich ordentlich. Wahrscheinlich kommt der Name auch daher. Man weiß es nicht. Das können uns nur die beiden Autoren beantworten. Die Autoren von Double Penetration. Hast du Dinge weggemacht? Natürlich. Jetzt können wir eigentlich wieder auf die Fragen eingehen, oder? Ich weiß nicht, oder dauert die Zeit wieder so? Machen wir das. Ja, pass auf. Nächste Frage. Von, welche nehmen wir? Yuka. Und zwar ist es eine etwas andere Frage. Die geht in eine andere Richtung als die anderen. Sag einfach asozial. Ja. So, was würdet ihr lieber tun? SCP-106 einen 5 Minuten Zungenkuss geben oder 40 Sekunden lang den rotbraunen Dreck aus 137er Kammer lecken? Also die Frage würde ich mal direkt an dich weiterrichten, weil ich für meinen Teil weiß die Antwort und die kann ich auch gerne dann erläutern, aber ich möchte erstmal deine. Ich brauche erstmal Nachdenkzeit. Nee, lass mal. Einen Zungenkuss. 5 Minuten Zungenkuss oder 40 Sekunden den Dreck aus der Kammer von SCP-173 Dreck. Das ist beides ziemlich asozial. Ja, was würdest du tun? Lass mal überlegen. 5 Minuten. Ja, das eine ist ja nur 5 Minuten. Das ist 5 Minuten, das andere 40 Sekunden. Ich würde, glaube ich, den rotbraunen Dreck lecken. Ehrlich gesagt. Das ist deine Antwort, ja? Ja. Ja. Für diese Option habe ich mich nämlich auch entschieden. Und zwar aus dem Grund, dass ein Zungenkuss 5 Minuten lang einfach asozial ist. Mit dem SCP-106, welches ja obviously männlich ist. Und ja, 40 Sekunden der Dreck. Natürlich ist es erstmal signifikant kürzer als das andere. Und zweitens kann man nicht sicher sagen, um was es sich dabei handelt. Das könnte scheiße sein, einfach mal so, aber das glaube ich nicht, weil. Das ist eine Farbe, würde ich sagen. Weil SCP-173 ja in dem Sinne kein richtiger Organismus ist. Ja. Sondern es besteht ja aus Beton oder aus Steinen oder so. Und es könnte dann eigentlich ansonsten im schlimmsten Fall, sage ich jetzt mal, Blut von seinen Opfern sein. Und das nur 40 Sekunden lang zu lecken, das finde ich jetzt nicht so schlimm. Gegenübergestellt mit der anderen Option. Ja, dafür habe ich mich auch entschieden. So, wisst ihr Bescheid. Ist jetzt schon der zweite Raum, ja, ne? Ja. Schauen, ob es da auch eine Keycard gibt. Glaubt mir schon, dann können wir nämlich. Haben wir eine höhere. Erfolgsquote. Wenn es um die Omnicard geht. Jetzt hoffen wir, dass auf beiden Wegen SCP-914 ist. Und sonst müssen wir doch in die andere Richtung laufen. Das war die andere Tür. Wo geht man lang? Eigentlich ist man geradeaus ein bisschen. Ja. Wird an der Wand bleiben, an der Seite. Jetzt nach Möglichkeit halt immer erstmal links entlang gehen. Meinst du? Immer, wenn du dich immer für eine Richtung entscheidest, dann kommst du eigentlich nicht zweimal. Ja, bis jetzt habe ich mir noch keinen. An derselben Stelle raus. Bis jetzt habe ich noch keine. Aber wenn du immer links gehst, dann hör mal zu, wenn du immer links gehst, dann, auch wenn du auf den Sackgasse gehst, danach immer noch links gehst, dann läufst du in die andere Richtung als vorher. Verstehst du? Nicht ganz, aber bis jetzt habe ich ja noch keine Entscheidung getroffen, ob ich links oder rechts gehe. Jetzt bin ich immer gerade ausgegangen. Okay. Geht da lang. Kein Unterschied. Nee. Diesmal habe ich bei rechts ein gutes Gefühl. Also. Weil er da drin ist. Ja. Das schaffe ich schon. Ja, das kann man aber nicht einstellen im Creator, oder? Was? Ob der da drin spawnen soll oder nicht. Oh, da kommt gegen das andere. Ich schaff das nicht. Ja, du schaffst das nicht. Ja, das ist viel schwieriger als früher. Was? Stimmt doch gar nicht. Ja, nur wenn man den sieht halt. Ich hab's ja die letzten paar Mal auch geschafft. Ja, ist schon weg. Vielleicht wollten die auch, dass wir den Weg nehmen, wo keiner ist. Naja, jetzt bin ich durch. Ich glaube, das ist das random, wo der spawnt. Ich weiß es nicht. Hat sich jetzt gedreht?
Immer alles doppelt, kann das sein? Double Penetration. Oh, Triple. Triple Penetration. Als ich meinem Abend mit ein paar Kumpels gesoffen habe, da sind wir, oder was heißt, wir sind drauf gekommen, dass auf eine Frau theoretisch 21 Männer gehen. Und wir haben echt alle Möglichkeiten ausgeschöpft. Ja. Auf genaueres möchte ich zunächst nicht eingehen, was das für ein Raum. Da würde ich mal runterfahren. Habe ich noch nie gesehen, ehrlich gesagt. Seems to be locked. Warten wahrscheinlich, ja. Ja. Was soll denn das sein? Ne? Oh, das ist so ein neuer Raum, der zu Testzwecken eingebaut wurde. Dass er noch gar keine zugewiesene Funktion hat. Ah. Aber er geht doch mal scheiße, Mann. Was ist danach? Merkwürdig. Haben wir ja noch die Orientierung, warte mal. Und ich stelle mal eine Frage an die Autoren. Ich weiß nicht, wer für diesen Teil der Map verantwortlich ist. Soll ich nochmal links? Ich bin einmal links und dann jetzt nochmal links, oder wie? Meinst du? Immer links. Auch wenn du zurückgehst, immer links. Nein. Und wie war die Begründung dafür, dass wir nicht im Kreis laufen können? Ich verstehe es nicht ganz. Ja, wenn du immer links gehst, dann läufst du ja in eine bestimmte Richtung, ja? Außer wenn du halt irgendwann im Kreis wirklich, wenn es halt links rumgeht und dann die Räume in Verbindung haben. Ha. Aber ansonsten, selbst wenn du auf eine Sackgasse sitzt und dich umdrehst und dann links läufst, dann ist es ja halt das so, ursprüngliche ja. Rechts. Ja. Soll ich es machen? Ich hoffe, dass die Zuschauer meinen Gedankengängen folgen können. Das hat nämlich sehr komplexe Gedankengänge. Aber ich tue mir schwer, die Außenstehenden zu erklären. Ich glaube, ich bin hochgegangen. Ich glaube, was anderes. Ja, ich sag ja, ich... Mann, was machst du? Du bist nicht mal erschrocken, du... Kleiner. Ich wollte sagen, es fällt mir schwer, meine Gedanken mit anderen mitzuteilen. Ja. Wo jetzt? Ich brauche erstmal Beruhigungstabletten. Scheiß allein, was du und sehen. Schon wieder! Geh mal rein, vielleicht funktioniert ja. Mausback. Ja, von wegen. Das war eine nervöse Zuckung. Das war die andere Tür. No panic. Drück, guck mir den Anschalter, da ist auch so einer. Guck mal durch, schaut. Siehst du? Drück den mal. War aber nix. Wer ist da? Soll ich da? Jetzt muss ich da noch mal. Bist du nicht von daher gekommen? Nee. Sex. Motherfucker. Oder Peter. Nee, ich glaube, so nah ist das nicht. Mal Ruhe hier. Ist er weg? Ja. Wo bin ich jetzt hergekommen? Das weiß ich nicht mehr. Was Alter, ist... dieser Mausbug. Du hast ja keine Origami gelegt. Ah, okay. Oh nein, aber der kommt. Ach, stimmt. Ja, das heißt, du musst zurückgehen eigentlich, oder? Oder nee. Weil dann liegen da waren noch ein paar Kreuzungen, oder? Ja, wir legen uns mal hier eine... Leg eine Keycard. Eine Battery hin. Dann machen wir uns den Weg hier mal. Da muss jetzt ein Lederkreuz haben. Die Battery in die Richtung legen. Der ist ja nicht mehr. Da taucht er nur einmal auf. Außer er fällt von oben. Wenn du an dem Schalter bist. Das ist mir einmal passiert. Ich weiß nicht, wieso ich da nicht aufgenommen habe. Ob ich da allein gespielt habe oder... Keine Ahnung. Einmal ist es mir passiert. Da war ich an dem Schalter und auf einmal fällt er da von oben aus dieser Luke da. Was ich letztes Mal versucht habe zu erklären, es sind ja zwei Schleusen. Nein, eigentlich. Sind es nicht. Wieso denn? Du kommst doch hier raus.
Nein! Unsinn. Schleuse hat doch nur zwei Türen. Wenn du von der anderen Seite kommst, dann gehst du durch dieselbe Schleuse. Ja, okay. Ja, okay. Ich dachte, es ist eine so rum, eine so rum. Nein. Dem ist wohl nicht zu. Ich habe letztes Mal schon gewundert, was du da gemeint hast. So, aber wo sind wir jetzt hier gewesen? Da sind wir doch geradeaus. Ah ja, dann bin ich hier auch nicht lang. Scheiße. Da musst du dann nichts legen, weil dann ist ja die richtige Richtung. Meinst du? Ah, lass mich immer offen, dass ich mich sehe. Das ist auch eine Möglichkeit. Und diese Teile mal funktionieren. Ja, das würde jetzt auch nicht funktionieren. Wenn du zurückkommst, kannst du nochmal probieren. Vielleicht ist er da. Ja, und? Mach ich das. So, kommst du von daher? Komm mir nicht bekannt vor, dass ich überhaupt durch so einen Gang laufen kann. Hey, du hast doch gesagt links, links, immer links, also dann bin ich da noch nicht gewesen. Und vorne war, da war das die erste Kreuzung? Ich weiß es nicht mehr, du. Da waren wir noch nicht. Ich weiß es nicht mehr. Mein Hosenbein krabbeln. Ein Subwoofer. Von dem Wind, oder? Ein Subwoofer. Für diesen niederfrequenten Geräuschen. Ach, da ist er dann. Blink! Feich? Bist feich? Ja gut, hinter mir. Ne, da kann er eh nicht. Jetzt ist er woanders. Blink. Und Schalter. Nicht hin. Jetzt kommen wir gleich von hinten. Jetzt gibt's einen Double Penetration. Was machst du? Der war doch jetzt da in der Ecke. Wo ist denn jetzt der Schalter? Sag mal. Du verzapfst wieder ein Zeug, du. Los jetzt. Auspack. Ich warte auf den Moment. In dem der Mauspack in Anwesenheit von SCP 173 passiert. Und die Räume haben sich heute noch gar nicht gedreht, gell? Nein, aber dafür. Ich frag mich, ob man das auch triggern kann im Creator. Dafür werden wir echt gedouble penetrated von lauter roten Räumen, ey. Das kann man nicht. So. Nein, mit noch ein Kreuzchen. Geht da lang, links. Stopp mal. Oh, hier geht der andere weg. Ein 14. Ich glaube, wir finden den halt nicht. Weil wir laufen immer ums Eck sozusagen, wenn wir diese Scheißräume da durchlaufen. Ja. Nach rechts. Richtig. Wobei es kommt auch an, wie rum der gerichtet ist. Ja, aber um 90 Grad. Oder um 270 Grad in die andere Richtung. Ja, so kann man es natürlich auch sehen. Oh Mann. Wieso benutze ich den Navigator nicht? Weil denn nicht. Hörst du? Hä? Nee. Der zeigt doch sonst nur den Weg an, wo man schon war, aber guck mal, da geht's auch im Kreis. Oder? Wenn man den noch nicht verfeinert hat, dann zeigt er nur den Weg an, den man schon war, dachte ich. Ich weiß es gar nicht. Der hat einfach unendlich Batterie, oder? Ja, und der zeigt. Und die, vielleicht hat man eine kleine Reichweite. Die komplette Map, das könnte auch sein. Und der zeigt, wenn SCPs in der Nähe sind. Mal schau, hier sieht man schon was. Ja. Können wir nicht mal links und nochmal links, ne? Dann ist eine Sackgasse irgendwie. Ne, du bist noch ein zweiter. Ja. Links geradeaus und nochmal links. Da jetzt. Haben wir das schon? Ja, oder? Ah, dann sind wir komplett im Kreis gelaufen. Wie geht das? Dann stimmt das vielleicht sogar. Aber wo sind wir dann? Dann sind wir doch da zurückgelaufen. Da wieder zurück. Ah, halt, warte mal. Dann könnte das stimmen, dass der eben nur den Weg zeigt, den man schon gegangen ist. Ja, stimmt, wir sind ja da gegangen. Sollen wir links dann als nächstes gehen, oder? Beziehungsweise einmal geradeaus und dann da und dann.
Da oben waren wir noch nicht, oder? Dann geh da hin. Mach, was du willst. So wie jetzt. Noch einmal geradeaus, dann links. Ah ja, bist du auf der falschen Ebene. Verstehst du? Ups. Da sind laufen zwei Wege nebeneinander und du bist auf dem falschen. Geh da lang weiter. Bei der nächsten Gelegenheit dann links auf den anderen Weg. Mach da nix. Nee, da ist er drin. Ja und? Nee. Der kommt jetzt von drin. Renn durch. Extreme. Puh. Ja, das ist der Scheiß, wo wir eben schon durch sind. So, jetzt kannst du auf den anderen Weg gehen, oder? Jetzt weiß ich gar nicht, wo wir sind. Doch, das passt. Wenn du jetzt links gehst, links. Links. Ach, obwohl, warte mal. Also wieder runter, das ist eine Kreuzung. Ja, also, doch. Wir sind da gerade aus am Anfang. Da durch und dann links. Geh da jetzt lang. Ja, wollen wir nicht zu, das ist der Anfangskreuzung, oder? Könnte sein, da ja. Da sind wir nur gerade ausgelaufen, weil da die Karte war. Müssen wir da nicht zurück? Da entscheidet es bestimmt, ob es geht. Wieso erforscht du nicht erstmal den kompletten Weg oben? Dann mach ich erst, wenn du willst. Da lang und dann im nächsten Raum links. Meinst du nicht gleich da links? Ja, was ist dann da? Ja, okay, kann man gucken. Dann ist es eine Sackgasse. Vielleicht ist es dann 940. Ja, da gibt's keinen Fehler. Noch eins, jetzt links. Jetzt links, hier war es Seitenverkehr. Ah! Genau, you see. Und wo ich einen anderen Weg nehmen. Hätten wir jetzt gesucht, ja. Hitte. Ja. Hitte. Fahrradkette heißt das. Oh, alles rein, außer die Batterie. Nur wollen wir einen normalen Navigator dabei. Ja, den können wir irgendwie hinschmeißen. Den Verbandskasten. Ist verbuggt. Siehst du, ich krieg keine Hand. Oh, Leute. Habt ihr 940 nicht aktiviert im Creator? Na toll. Geht's jetzt wieder? Geh nochmal raus und wieder rein. Gott sei Dank, nicht, dass was bringt. Scheiße. Das so. War jetzt Double Fail statt Double Penetration am Ende, oder? Ich weiß nicht. Probieren wir es nochmal? Du kannst nochmal. Ja, aber... Jetzt wissen wir so grob. Ja, weil wenn es an der Map liegt und wir nicht zu 914 kommen, dann kommen wir auf keinen Fall zu Gate B, oder? Weil wir kommen ansonsten zu keiner Level 3 oder Level 4 Keycard. Da ist was dran, ja. Ich meine, ich könnte es probieren, aber es wäre dann echt ärgerlich, wenn es dann wieder nicht geht. Nee, ich glaube, es geht nicht. Lass mal das. Wir warten auf die Version 2.0 von der Map. Oder erstmal die 1.0. Ich spiele mir als nächstes wieder eine random Map. Ja. Das ist schade. Aber ich glaube nicht, dass man da was einstellen kann im Creator, ob das aktiviert ist oder nicht. Das ergibt keinen Sinn. Aber es gibt ja eigentlich auch keinen Sinn bei diesem Electrical Room. Ja. Dass man den aktivieren kann oder nicht. Schauen wir mal. Das ist komisch, da. Das ist komisch. Weil ich möchte mir die Map jetzt auch nicht im Creator anschauen, dann gucken, welcher Raum jetzt das Ding ist und dann sehe ich ja die ganze Map. Wir könnten ja die Map bearbeiten, sodass es funktioniert. Ja, dafür würden wir sie ja sehen. Und dann wäre das keine so große Herausforderung mehr, weil wir direkt wissen, wo welcher Raum drin ist. Machen wir es trotzdem. Nee. Das ist die Aufgabe unserer Zuschauer. Der mir hier das Copyright und so. Nee. Lass mal das, Leute. Ja gut, dann schauen wir mal, wann eine neue Version kommt. Ansonsten
Random. Dann geht's ab. Bis dann. Wisst ihr Bescheid. Ciao.